Das vorletzte Heimspiel in diesem Jahr steht an und auf diese Partie gegen Arminia Bielefeld wollen wir euch hier in unserer Match der Warm-Up-Show natürlich wieder bestmöglich vorbereiten. Und wer die Sendung schon das ein oder andere Mal gesehen hat, der weiß, dass ich natürlich nie hier alleine sitze, sondern mir immer geballte Fußballfachkompetenz auf meine wunderschöne Couch hole. Und ich bin sehr froh, dass dieser Mann heute wieder bei mir ist. Sein Name ist Marco Rehmer und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Freue mich auch, Lena. Hallo. Marco, ist ja schon ein bisschen her, dass du das letzte Mal hier warst und immer bei Hertha BSC ist einiges los gewesen. Ja. wie hast du die letzten Wochen bei Hertha BSC erlebt? Eigentlich relativ entspannt. Also natürlich wünscht man sich, dass man, also das letzte Mal, als ich hier war, hatten wir in Frankfurt gewonnen, dann zu Hause gegen Gladbach, wo wir auch gewonnen haben. Ja. Also ich hoffe, es ist ein gutes Omen, dass ich wieder da bin. aber jedenfalls, ja, waren es Tage und auch Wochen, ja, die mal gewohnt sind, wie du schon sagtest, in den letzten Jahren, dass ein bisschen viel Chaos herrscht. Ich hoffe, dass aber jetzt in den nächsten Wochen und Monaten Ruhe reinkommt, auch jetzt mit einem neuen Trainer und auch wir langsam jetzt die Tabelle jetzt mal wieder ein bisschen nach oben klettern. Neuer Trainer ist das Stichwort. Was ist dein Eindruck von Tayfun Korkut? Also letzte Woche war ja ein Kollege hier, der sagte, irgendwo ein Hinterstübchen hat er einen Tayfun Korkut auf dem Zettel gehabt. Ich gar nicht. Ich auch nicht. Ich überhaupt nicht. Mhm. Habe aber jetzt, ich war am Mittwoch, war ich beim A-Jugendspiel und hatte mich mal so ein paar Minuten mal mit dem Trainer unterhalten können. Und du merkst, der brennt, der hat Spaß, der möchte Veränderungen jetzt in die Mannschaft reinbringen. Also man hat richtig gesehen, der hat Feuer. War ja jetzt auch 3 Jahre, also 3 Jahre so ein bisschen den Fußball mal beiseite gelassen, obwohl als Trainer, glaube ich, machst du es eh nicht ganz. Also ich denke, dass er sich schon viele Sachen angeschaut hat. Aber du hast richtig gemerkt, also er bringt Feuer mit und Leidenschaft und das ist genau das, was wir jetzt auch brauchen. Spiel gegen Stuttgart war sein Debüt für Blau-Weiß an der Seitenlinie. Was hat dich überrascht bei dem Spiel? Oder war alles erwartbar? Nee, also als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich erstmal schon positiv überrascht, weil es doch sehr offensiv aufgestellt war. Wir haben auch dementsprechend sehr gut begonnen, gute 10 nach vorne gehabt. Aber wiederum, ich glaube, dass das auch ein Ansatz ist, den er jetzt vielleicht also nach dem Spiel, Vorbereitung vor Bielefeld, mal ein bisschen diese defensive Ordnung, die ist so ein bisschen verloren gegangen. Sind auch dann relativ schnell in der ersten Halbzeit, waren wir schnell 0-2 hinten. Und das darf in dieser Form nicht passieren, muss man ganz klar sagen. Also bei aller Offensive, die wir auch in den letzten Wochen auch eigentlich gefordert haben, dass wir nicht nur verwalten, hinten stehen, sondern auch das Spiel aktiv gestalten. Das war sehr gut gegen Stuttgart, wirklich, das hat mir sehr gut gefallen. Aber wie schon sagte, die defensive Ordnung sollte man nicht vernachlässigen. Du hast es ja schon angesprochen, letzte Woche saß hier Lukas Vogelsang und wir haben uns alte Spiele angeguckt von Tayfun Korkut und es war irgendwie erwartbar, dass er in diesem 4-4-2 spielt und wir haben gesagt, auf eine Sache können wir uns verlassen, die defensive Kompaktheit, die defensive Ordnung. Viele Gegentore werden wir nicht sehen. So, dann, du hast es angesprochen, wir können direkt mal drauf schauen. Ja, sehr gerne, ja. Es stand relativ schnell 0-1, Marco, und du jetzt als ehemaliger Verteidiger, 2 Kontergegentore. Ja, das darf natürlich nicht passieren, ganz klar. Also wenn man auch sieht, vielleicht einfach mal auch nochmal vielleicht ein Stückchen zurück. Ja. Also wie hoch oder in dem Falle wie tief die Abwehr stehen. Also die drei stehen 15, 20 Meter in der Hälfte vom Gegner. Das darf nicht passieren. Oder du hast einen, der vielleicht so ein bisschen sich absichert, also ein bisschen zurückgeht. Aber die dürfen nicht zu dritt 15 Meter in der gegnerischen Hälfte sein. Klar möchte man es eng machen, aber wie man sieht, ein Pass und die komplette Defensive ist ausgespielt. Wie ich schon sagte, bei aller Euphorie und auch Offensive, die wir sehen wollen, müssen wir gucken, dass wir da wirklich eine Ordnung reinkriegen. Und ich glaube auch, dass es jetzt auch ein Ansatz war jetzt für die Trainingswoche jetzt. Tayfun Korkut, hier sehen wir das zweite Tor, war ja nur wenige Minuten danach. Ähnliches Muster, tiefer Ballgewinn von Stuttgart. Im Mittelfeld überhaupt kein Zugriff. Ja. Wirklich mit 2 Pässen sind, glaube ich, jetzt von uns. Jetzt haben wir nur noch die Viererkette hinten. Ja. Und die restlichen 6 sind mit 2 Pässen komplett ausgespielt. Das darf einfach so nicht passieren. Gerade im defensiven Mittelfeld, also mit Darida und mit Askar Sibar, da muss sich einer orientieren, also wirklich defensiv orientieren, um der Abwehr zu helfen und so. Ist es dann auch schwer. Klar, die Abwehr nimmt Tempo mit zurück, mit auf. Und am Ende, wenn wir es weiterlaufen lassen,
sehen wir auch, es muss einer aus dem Zentrum dann raus, entweder John oder eben Boyata. Ja, wenn du siehst, ne, auf dem ballführenden Förster rückt keiner raus und wenn einer rausrückt, dann musst du natürlich die Lücke hinten schließen und die Förster hätte ja selbst noch nach außen spielen können, weil die Kette halt sehr, sehr kompakt und nicht breit stand. Also und auch vielleicht das Nachlaufen. Also genau, richtig. Von ja. Asghar Zibar und ich weiß gar nicht, wer. Mauli, da ist es. Ja, also man hat jetzt hier eine 5 gegen 4 am Ende gehabt. Das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Taifun Korkut, auch angesprochen, du hast ja auch schon gesagt, Stichwort Staffelung. Also ich kenne es nur aus meiner Zeit, wenn du mit einer Doppel-6 spielst, dann hast du eine klare Zuordnung. Es gibt einen defensiven Sechser und einen eher offensiveren Sechser und du stehst halt immer versetzt. So, dass du immer absichern kannst, ne? Im Idealfall, ja, genau. Ja, du hast ja die offensiven Außen noch, also die wirklich eben halt für die Offensive da sind, die Offensive eben halt mit vorantreiben, die Offensivaktion. Und du musst ganz klar sagen, also entweder einer von den beiden muss, also ich bin auch ein Freund davon zu sagen, wenn wir jetzt in dem Falle vielleicht Asghar Zibar sagen, pass auf, 85%, 90%, das ist deine, du bist defensiv, du kannst mal mitgehen, aber dann, klar, muss eine Staffelung sein, dann lässt sich Darida fallen in dem Falle. Ja. Das muss, klar ist es, wie gesagt, jetzt erstmal ungewohnt, auch weil es ein anderes System wieder ist, aber ich hoffe es, dass das, wie gesagt, das jetzt in der Woche angesprochen, gezeigt, trainiert wurde und dass wir es gegen Bielefeld klar besser machen. Ich habe mir das Auftakttraining am Mittwoch angeguckt und da war es eben, haben sie ein kleines Feld gemacht und haben halt immer verschieben, Passwege zustellen und nicht, und das war ganz spannend, Ilir Aracic hat immer gesagt, nicht gierig sein. So, nicht immer direkt nach vorne, aufs Timing achten und haben viel verschoben. Also wenn man sich die alten Spiele von Taifun Korkut angeguckt hat, dann weiß man, dass er da auf jeden Fall ansetzen kann, defensive Ordnung zu schaffen auch. Ne? Das ist auch gut, aber man hat auch gesehen, dass wir dann eben halt auch nicht in Hektik verfallen sind, dass wir dann nicht lange Bälle gespielt haben, sondern auch versucht haben, weiter Fußball zu spielen, weiter Lücken zu schaffen, weiter Dreiecke zu bilden, Anspielmöglichkeiten zu schaffen, also dass wir uns von hinten rausspielen, nicht mit aller Gewalt um die lange Bälle und viel Glück da vorne. Und es war, wie gesagt, das war sehr gut, war sehr schön anzuschauen, anzusehen. Aber wie ich schon sagte, wir müssen auch ein bisschen Augenmerk genau, auf die Defensive haben und wie gesagt, das ist auch gegen Bielefeld jetzt wichtig heute, weil ich denke nicht, dass sie jetzt einen offensiven Hurra-Fußball spielen werden heute. Aber und da müssen wir halt gucken, die werden mit Sicherheit versuchen zu stehen, gut zu stehen und dann über Konter zu kommen. Ein Mann, der am vergangenen Sonntag definitiv seine Klasse unter Beweis gestellt hat, ist Stevan Jovetic. 2 Tore gemacht und hat ja in der 40. Minute dann auch den Anschlusstreffer gemacht. Vielleicht schauen wir mal drauf. Wir haben uns gedacht, wir können ihn ja heute mal ein bisschen porträtieren und gucken, was macht er denn so gut. Wir sehen hier auch die Grafik. So wichtig ist er nämlich. Er hat schon 4 Tore geschossen, ist bester Torschütze und schon 18 Torschüsse. Ich glaube, nur Suat Serra hat mehr in dieser Saison schon gemacht und hatte gegen Stuttgart 5 Torabschlüsse. Und 2 haben auch den Weg ins Tor gefunden. Und auf das eine, auf diesen Anschlusstreffer können wir ja mal gemeinsam schauen und da sehen wir, dass er eine Qualität besitzt, dass er sich immer wieder, und da sehen wir ihn links, Marco, immer wieder fallen lässt, ne? Genau, tief kommt. Sich die Bälle selber, man sieht halt, dass er Verantwortung übernimmt. Ich finde es auch gut, auch, dass wir 2 Spitzen haben. Da kann auch der eine kann so ein bisschen mehr offensiv bleiben. Also die Abwehrspieler sind jetzt nicht immer nur auf einen Spieler fokussiert, sondern müssen auch gucken, wo ist der andere. Ja, das ist auch mal ganz gut. Ja, und er zeigt ja natürlich, was er für eine Klasse hat, auf jeden Fall. Und ich als Abwehrspieler, wenn ich jetzt weiß, am Wochenende kommt der und der Gegner, dann gucke ich schon so, was sind die Stärken der Stürmer? Ja, also kann ich die mal laufen lassen, weil ich bin schneller oder so eine Sachen. Ich finde, dass er ziemlich komplett ist. Also in dem Falle holt sich die Bälle, ne, schießt auch eben halt aus, in dem Fall jetzt aus 16, 17 Meter, also sucht den Abschluss nicht nur im 16er. Beim zweiten Tor geht er halt auch rein, ja, und ist im 16er präsent. Also er ist sehr unausrechenbar und das macht ihn auch so gefährlich. Können auch mal und ich hoffe natürlich, dass er, das war ja auch so ein bisschen der Manko in den letzten Wochen, dass er immer irgendwie durch Verletzungen oder eben durch Krankheit zurückgefallen ist. Wenn er jetzt am Stück ein paar Mal spielt, ich glaube, dann wird er noch wichtiger. Ja, beide ja. Also sowohl Isak Belfodil als auch Stevan Jovetic kamen ja nicht ganz fit hier an und sind aber ja natürlich Spielertyp
spielerischer Neuner eher. Hast du ja jetzt auch angesprochen bei Stevan Jovetic. Und wenn er fit bleibt, ist das ein, glaube ich persönlich, im eigenen Ballbesitz vor allem ein Schlüsselspieler, weil er eben aufbrechen kann, unkonventionell spielt. Und hier noch eine Szene, was ich spannend fand. Jordan mit dem Ball. Und du siehst, er sucht Stevan, der jetzt hier wieder tief kommt. Wird dann nochmal abgefangen. Und auch Pekarik sucht jetzt wieder Stevan Jovetic, der wieder als Zielspieler, als erste Anspielstation, er zeigt es an. Zack. Sehr gut, ja. So, ja. Kommt wieder ganz tief. Sieht, ne? Doch selber, sieht doch selber den Raum. Das ist auch das, was der Trainer angesprochen hat. Ja. Dass er wirklich eben halt die Räume sieht. Ja. Wo kann ich mich anbieten? Wo kann ich sag mal, der Mannschaft helfen? Und perfekt, er kommt, bietet sich an und sucht auch gleich, das ist auch mal ganz gut, den Kontakt auch gleich nach vorne, dass er wirklich den Ball nach vorne mitnimmt, nicht wieder hinten rumspielt, sondern eben halt nach vorne geht. Ne? Haben da auch mal seine Heatmap aus dem Stuttgart-Spiel uns angeschaut. Vielleicht können wir da mal drauf gucken. Da sehen wir es unten. Marco, immer in diesen tiefen Halbräumen bewegt er sich. Also wir sehen unten seine Heatmap, um oben sind seine Torabschlüsse. Und da kommen wir zu einer zweiten Qualität von ihm. Er kommt nicht immer nur tief und ist in dieser Spielgestalterrolle, sondern er hat einen extrem guten Schuss. Und das ist ja auch eine Qualität. Ne? Klar, nicht umsonst hat er ja auch in den drei größten Ligen, Premier League, La Liga, also in Spanien und Italien gespielt. Also er bringt schon eine Riesenerfahrung mit und soweit ich weiß, läuft der Vertrag im Wochenende oder Ende der Saison aus und guck mal, schönen Gruß an Freddy, also kann man noch ein Jahr machen oder zwei. Siehst du, wir haben schon den zweiten Wunsch auf unserer Weihnachtsliste. Letzte Woche hat sich Lukas Vogelsang ja schon einen Wunsch gesagt. Jetzt du sagst Vertragsverlängerung für Stevan Jovetic. Auf jeden Fall, also wenn er so weiter performt, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sieht auch Freddy. wie hat dir, also Taifun Korkut hat das unter der Woche immer mal wieder angesprochen, es geht um Pärchenbildung. Ne? Ich fand das ganz spannend, was er gesagt hat. Beiden IVs sind ein Pärchen, die Doppelsechs ist ein Pärchen, die Doppelspitze ist ein Pärchen und es geht immer um die Verbindung. Hast du eine Verbindung zwischen Isak Belfodil und Stevan Jovetic gespürt? Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch das, was man jetzt in den Szenen gesehen hat. Also der eine lässt sich fallen und der andere geht halt schon wieder offensiv weiter. Also ich glaube, das ist auch für die gegnerische Abwehr eben halt nicht so ausrechenbar ist. Also als wenn jetzt einer vorne drin steht und den kann man dann relativ schnell zustellen. Aber wenn man zwei hat und der eine lässt sich mal fallen, der andere, man weiß nicht genau, wer holt sich den Ball, wer geht vorne lang. Ich finde, das passt hervorragend, sehr gut. Und so eine Pärchenbildung kann man auch auf den Außen nehmen. Ja, also wenn man mit Richter, Pekarik, Platte, mit Mauli da oder Maxi. Da, genau, ne? Also dass man da auch mal eine Wechselwirkung schafft. Mal geht der eine, dann bleibt der andere ein bisschen defensiver. Also ich glaube, dass es sehr gut ist. Man dadurch auch viel Bewegung beim Gegner, also viel Unruhe beim Gegner reinbringt. Und wie gesagt, das ist nie verkehrt. Pärchenbildung. Und Innenverteidigung sowieso nicht. Also, wenn die sich blind verstehen, umso besser. Und da haben wir auch noch mal eine Szene, wo wir das veranschaulichen können mit Stevan Jovetic und Isak Belfodil. Man sieht, Isak läuft direkt, ne? Und dann haben wir hier eben dieses Passdreieck, was du gerade eben auch schon angesprochen hast, weil Stevan sich in diesen Halbraum, in diesen tiefen Halbraum fallen lässt, Anspielstation ist. Genau. Perfekt, ja. Und Belfodil direkt wieder hochschiebt und dementsprechend Stevan direkt auf ihn drauf spielen kann. Kommt gleich vorne und er geht gleich mit Tempo auf die Abwehr drauf zu. Ja. Sehr gut, ja. Und auch so ist ja dann auch ähnlich das Tor gefallen. Hier wieder Stevan Jovetic, der das Tor selber eingeleitet hat, sein eigenes Tor selber eingeleitet hat. Das ist ja auch das, Marco, du jetzt als Verteidiger, der kommt in den Strafraum rein und keiner hat eine Zuordnung. Ne? Man sieht ja auch jetzt bei den Stuttgartern, alle gucken eigentlich zum Flankengegner, also rüber zu Platte in dem Falle. Ja. Und er schleicht sich hinten rein. Also das zeigt dann auch wirklich eben halt sein Näschen. Und das ist auch das, was ich sagte, was ihn so unausrechenbar macht, dass er wirklich eben beim 1-0 wirklich auch mal abzieht, mal einen Schlenzer macht. Oder hier wirklich sich so reinschleicht in den 16er und auch natürlich überragend gemacht von Belfodil. Ja, ich finde auch, das ging ein bisschen unter, weil das ist natürlich dann, er ist ja auch ein Stürmer. Er hat ja auch diesen Instinkt, ein Tor zu machen. Kann er auch direkt Richtung nehmen, aber er hat es hervorragend gesehen, also muss man echt sagen. Also sehr gut. Sehr gut. Also daran sieht man auch, dass sie sich beide sehr gut verstehen. Und wenn wir nachher nochmal zur Mannschaftsaufstellung kommen, ich glaube, da werde ich nichts ändern. Ja, sind wir gespannt drauf. Also gleich kommt noch Marcos Wunschaufstellung. Bevor wir da hingehen, Marco,
Gegner heute Arminia Bielefeld. Ja. Anderer Gegner. Stuttgart ist ja dann doch eine Mannschaft, die sehr offensiv auch spielt, die mitspielen möchte, die auch mal höher steht. Die Bielefelder sehr kompakt, sehr tiefstehend oder wie schätzt du sie ein? Auswärts auf jeden Fall. Mhm. Ich denke schon, dass sie jetzt hier nicht herkommen und heute hier ein Offensivspektakel zeigen werden. Ich denke schon, dass sie sehr, sehr kompakt defensiv stehen werden und sie haben sich das Spiel gegen Stuttgart auch angeschaut, hundertprozentig, ja, und haben gesehen, wo wir anfällig waren in dem Falle. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir es besser hinkriegen gegen Bielefeld heute dann ist mir auch nicht bange. Also ich habe vorhin eine Statistik gesehen, ich glaube, seit 1978 haben wir zu Hause gegen Bielefeld nicht mehr verloren. Also von daher dürfte eigentlich nichts passieren. Es ist ein enorm wichtiges Spiel, dass wir da unten weiter rauskommen, also weiter wegkommen. Und ich bin da aber sehr, ja, sehr zuversichtlich. Platz 17, die Bielefelder, nur zehn Tore, glaube ich, geschossen und auch nur 10 Punkte. Wird ein enorm wichtiges Spiel und trotzdem lass uns mal draufschauen, denn sie haben eine Stärke und das Problem ist, dass genau so die Gegentore gegen Stuttgart gefallen sind. Nämlich, sie können extrem gut umschalten und hier sehen wir gleich einen tollen Ballgewinn von den Bielefeldern und... Ja. Ähnliche Muster, ne? Also. Und dann sehen wir aber auch, sie hatten 19 Torschüsse gegen den FC und machen nur ein Tor draus. Und das liegt, und das haben wir gerade in dieser Szene gesehen, sie haben zwar gut umgeschaltet, aber er hier, Fabian Klos, dient immer wieder als erste Anspielstation, fehlt damit in diesem gefährlichen Raum, den haben wir gerade ja gesehen. Ne? Okugawa war das, glaube ich, der dann da im 16er war, der natürlich keine Chance hat gegen die beiden Innenverteidiger. Ja, also meinst du, es würde reichen, Fabian Klos zuzustellen? Ja, wenn es so einfach wäre, immer das, dann würde ich sagen, ja. Aber auf keinen Fall. Also ich denke, dass das auch in dem Falle sind jetzt nicht so viele Bielefelder nachgerückt. Ja. Aber da müssen wir halt aufpassen. Also ich glaube, dass er wirklich eben vorne der Spieler ist, den sie wirklich suchen. Mhm. Aber er ist keiner, der jetzt ins Dribbling geht oder so, also Fabian Klos, sondern eher so einer, der die Bälle hält, verteilt. Ja. Und deshalb müssen wir gucken, wer nachkommt. Und da müssen wir dann im Tat auch präsent sein. Im Vergleich zur letzten Saison haben die Bielefelder aber schon auch an spielerischer Qualität dazugewonnen. Robin Hack, Patrick Wimmer, Alessandro Schöpf. Und da habe ich nochmal eine Umschaltsituation von Ihnen, wo wir da auch sehen, was Sie für eine spielerische Qualität haben. Das ist jetzt wirklich auch eine gute Szene von Bielefeld, dass man wirklich sieht. Direkt in die Spitze. Ja, genau, dass man auch sieht, also die nicht einfach auch blind willkürlich den Ball vorne raus, sondern die versuchen schon hinten rauszuspielen. Ja. Gerade zu Hause. Aber ich denke trotzdem, dass sie jetzt hier auswärts heute nicht jetzt so ein Offensivspektakel spielen werden, sondern würde ich sich eher ein bisschen mehr auf die Defensive konzentrieren und gucken, dass sie vielleicht einen Punkt mitnehmen. Marco, du hast es angesprochen, du wirst nicht viel ändern wollen und trotzdem befinden wir uns jetzt hier an der Taktiktafel und sind ja sehr gespannt, wie du aufstellen würdest. So, bitte, the stage is yours. So, wo fangen wir denn an? Coach also, Marco, wir machen wieder da, Tor oben. Genau, ja. Tor oben. Ja, ne? Dankeschön. Bitteschön. Aber dann wird sich auch nichts dran ändern. Alex Schwolo. Nächste Woche, genau. Mhm. Ich würde auch, ich bin immer so ein Freund davon, auch zu sagen, wir haben jetzt eine Abwehr und ich glaube auch, dass man auch der jetzt mal so ein bisschen die Chance geben sollte. Also auch, ich bin immer so ein Freund davon, auch dass sie sich einspielen, also nicht wieder wechseln. Jetzt hat er Niklas Stark draußen gelassen. John hat es ganz gut gemacht mit Boyata sollte jetzt. Ja, eigentlich würde ich da auch nichts ändern. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich in gerade auch in der Innenverteidigung oder in der Abwehr, also dass man sich da einspielt. Deshalb würde ich die Viererkette so lassen, wie sie auch gegen Stuttgart war. Okay. Mhm. Ja, Taifun Korkut ja auch immer gesagt, ihm ist wichtig in der Innenverteidigung ein Links- und ein Rechtsfuß. Das hast auch du gut, natürlich mit Dedrick und Jordan und da unten ist Jordan. Marton Dada ja leider immer noch verletzt. Ne? Immer noch nicht mit dabei. Ich glaube, das wäre dann auch eine sehr gute Alternative. Genau. Zu John, Platte auf jeden Fall links wieder. Mhm. Hat er sehr gut gemacht und wie gesagt, auch geht auch offensiv nach vorne, hat die Flanke zum 2-2 gebracht. Also von daher würde ich da auch nichts ändern. So. Peter Pickerick. Genau, ich würde auch, wie gesagt, auch im System bleiben.
Ich finde es auch im 4-4-2? 4-4-2 bleiben. Mhm. Ich finde es, wie ich schon sagte, also dass man auch diese, ne, hier sich die Außen abwechseln können, vorne die beiden Stürmer, der eine lässt sich fallen, der andere geht vorne hin. Also das bringt gut ein bisschen Unruhe im Gegner rein. Die einzige Änderung, die ich vornehmen würde, Suat Serdar ist ja wieder fit. Genau. Und ich glaube, dass er gerade für das offensive Spiel auch mal vielleicht für den Fernschuss sehr wichtig ist. Und deshalb würde ich ihn reinnehmen anstelle von Darida in dem Falle. Okay, ja. Also weil wir brauchen auch einen Defensiven und da würde ich auch beim Askasiba bleiben, genau. Lucas Toussaint aber ja auch wieder fit genesen. Er war ja leider an Corona erkrankt, aber hat die kardiologische Untersuchung und einen negativen PCR-Test. Das qualifiziert ihn dafür, auch heute mit von der Partie zu sein. Also den würdest du trotzdem draußen lassen? Ja, okay. Würde ich trotzdem machen. Wie gesagt, ich bin ein Freund davon, dass man sagt, und es war jetzt wirklich klar, die zwei Gegentore, da waren noch ein bisschen zu viel Unordnung drin. Mhm. Aber ich bin ein Freund davon, dass ich auch mal so eine Formation finden muss und sollte. Und von daher würde ich da jetzt erstmal auch nichts ändern. Nee. Okay. Und links hatten wir Maolida. Wie hat er dir gefallen? Typhoon Korkut hat immer gesagt, wir müssen, also er hat Momente. Er hat noch nicht diese Konstanz, genau. Das haben wir auch im Spiel gesehen gegen Stuttgart. Ja, ne? Fand ich auch. Also ich glaube, dass er aber das ist auch normal, wenn du vorher eben halt so die ganze Zeit nicht so richtig beachtet wirst, sage ich jetzt mal in dem Falle. Ich glaube, auch sprachliche Probleme gibt es dann noch so ein bisschen. Da ist es, da fehlt so ein bisschen das Vertrauen auch. Vielleicht geht es dann noch so ein bisschen mit der Leistung ein bisschen zurück. Und deshalb würde ich auch sagen, er hat es ordentlich gemacht. Gerade in Offensive, Defensive müsste er vielleicht für mich sich öfter mal noch mal ein bisschen mal fallen lassen. Mhm. Gerade in dem Falle, wenn Platte geht, dass er dann auch weiß, okay, dann darf ich nicht vorne auch noch reinsehen, weil dann die Seite offen ist, ein bisschen fallen lassen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, das kommt mit der Zeit. Und wenn er Vertrauen kriegt, ich glaube, dann wird er auch noch sehr wichtig für uns. Ja, und er hat ja seine Qualität schon unter Beweis gestellt. Wir ordnen mal hier so ein bisschen. Und den kann ich halt hier lassen? Den kannst du direkt da lassen. Wir haben über ihn gesprochen, wir haben ihn in den größten Tönen gelobt. Es wäre ja auch komisch, wenn er jetzt draußen wäre. Stevan Jovicic. So sieht's aus. Und Isak Belfodil. Isak Belfodil. Jetzt mal ehrlich. Würde ich auch spielen lassen, genau. Sehr Marco, hättest du das gedacht, dass das mal die Doppelspitze sein wird? Jetzt mal ehrlich. Ich meine, wenn wir mal gucken, dass wir hier noch einen gewissen Christoph Piontek auf der Bank haben. Er hat eine schwierige Rolle derzeit, oder? Ja, aber gut, für den Trainer ist es gut, wenn man jetzt einmal so einen Spieler noch auf der Bank hat, dass man die Möglichkeit auch noch mal hat, im Training zu schauen, okay, ne, wer passt jetzt besser, vielleicht auch auf den Gegner, also wer ist so ein bisschen unausrechenbarer für den Gegner. Von daher ist es gut, wenn man halt auch noch so einen jungen, also einen starken Stürmer auch auf der Bank noch hat. Aber wie gesagt, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden, das, also dafür, dass sie vorher eigentlich so zusammen noch nicht gespielt haben, war das schon wirklich also sehr beachtenswert und deshalb würde ich jetzt erstmal auch nichts daran ändern. Aber wie gesagt, vielleicht kommt auch mal die Zeit nochmal von Piatek und das Gute ist, dann kann er auch ein bisschen rotieren, ein bisschen tauschen. Und, das stimmt. Ja. Wir haben ja auch eine englische Woche jetzt danach. Gegen Mainz, genau richtig. Und dann geht es auch schon zum letzten Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Du hast es gerade angesprochen, es ist nicht ganz so verkehrt, so jemanden noch auf der Bank zu haben. Und Typhoon Korkut zeigte sich auch zufrieden, dass er Optionen habe. Und in diesem Fall ging es um die Doppel-6, wie er sie denn besetzen wollen würde. Und das hat er dazu gesagt. Überlegungen habe ich. Was aber noch viel schöner ist, muss ich Ihnen sagen, ich habe Optionen. Und was kann sich ein Trainer mehr wünschen wie Optionen? Und Lukas ist zurück und Suat ist zurück. Also von daher geht es jetzt eigentlich nur noch darum, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Wobei ich auch gar nicht sagen will, die richtige Entscheidung. Das sind alles wirklich sehr, sehr gute Spieler. Die zwei, die dann für dieses Spiel passen, so könnte man es vielleicht besser umschreiben. Und ja, ich freue mich auf meine Entscheidung selber auch schon. Er freut sich auf seine Entscheidung selber auch schon. Sehr sympathisch. Marco, wir kommen jetzt fast schon zum Ende. Was wird das für ein Spiel heute? Welche Tugenden sind wichtig gegen so einen kompakt stehenden Gegner wie Bielefeld? Ja, ganz wichtig ist Geduld.
Das ist wirklich, ich kenne solche Spiele genug es wäre verkehrt, da wirklich jetzt da mit der Brechstange um was zu versuchen. Wie gesagt, wenn der Pass nach vorne nicht reingeht, hauptsache am Ball halten, dann wieder hintenrum den Gegner laufen lassen, so ein bisschen gucken, dass man die auch so ein bisschen aus der Defensive rauslockt und dann die Chancen, die wir dann bekommen, dann auch dementsprechend nutzen. Darüber hinaus natürlich, wie ich schon sagte, nicht nur offensiv denken, ja, auch die Innenverteidiger, ne? Manchmal ist ja John immer auch dafür bekannt, dass er auch gerne mal mit vorne reingeht oder wo er da, von daher immer gucken, dass man auch eine gute gestaffelte Defensive haben. Marco, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wenn du, also wenn ich dir jetzt diese Namen sage, Enes Benhatira, Chinedu Ede, Kevin Prince-Boateng, Ashkan Dejaga und Patrick Ebert, was löst das in dir aus? Ja, das sind Berliner Jungs, die eigentlich aus dem Kiez groß geworden sind und oder hier auch dann eben halt bei Hertha groß geworden sind. Und genau darum geht's in einer neuen Doku-Serie, die ab sofort bei The Zone läuft. Der Name ist Underground of Berlin und es geht genau um diese fünf Freunde, die es trotz sozialer Benachteiligung in den Profifußball geschafft haben und auf ihrem Weg dorthin einiges erlebt haben. Und hier gibt es schon mal einen kleinen Teaser für euch. Zurückblickend, wenn man heute so sieht, hat es bis jetzt noch keiner geschafft, was wir geschafft haben. Wenn du nicht auf den Straßen lebst und dieses Ganze mitnimmst, weißt du gar nicht, wie wichtig wir sind. Oder wir waren. Das ist Wahnsinn. Respekt. Die Geschichten, das ist Wahnsinn. Ja. Herzliche Liebe, Fetzer. Jeder hier will jemand sein. Guten Tag. Als deutscher Junge bist du jetzt nicht unbedingt so gerne in den Wellingern. Du bist verflucht, kriminell zu werden. Fußball ist ein Asensport. Ich schwör auf alles. Hälfte der Liga sind Bad Generation. Das ist eine goldene Generation gewesen, muss man sagen. Eigene Gedankengänge. Wir hatten ein Leben ohne Limit. Die waren ein bisschen anders, unberechenbar. Die wissen, wie der Fußball funktioniert. Danach war es Feuer voll. Ein Shootingstar steigt und dann stürzt er ab. Underground of Berlin, jetzt bei der Zone. Die erste Staffel mit 3 Folgen. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Und es zeigt mal wieder, dass Berlin eine ganz besondere Stadt ist und dass Hertha BSC ein ganz besonderer Verein ist. Und noch eine kurze Info für euch. Dieser Spieltag und diese Partie gegen Bielefeld steht unter dem Motto Danke ans Ehrenamt, denn die ganzen Spiele am Wochenende, ob das jetzt im Amateurbereich ist oder im Profibereich, wäre ohne ehrenamtlichen Helfer überhaupt gar nicht möglich. Und dieses Motto nehmen wir zum Anlass für einen weiteren Hinweis für euch, denn im nächsten Jahr, also 2022, finden in Berlin die Special Olympics statt und diese Veranstaltung sucht noch fleißige Helfer. Ihr könnt euch hier unter diesem Link bewerben und was Gutes tun und dabei helfen, dass diese Veranstaltung stattfinden kann. Special Olympics heißt, dass Menschen mit geistiger Behinderung oder mehrfacher Behinderung in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander antreten und auch die brauchen Unterstützung. Danke für deine Unterstützung, Marco. Das hat mir gerne Spaß gemacht. Ja. Bleib gesund. Ebenso. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zur Matchday Warm-Up-Show, dann mit Lukas Vogelsang und mit dem Spiel Borussia Dortmund. Wir sehen uns.